Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, quasi als Kronzeugen führt die CDU hier in ihrem Bericht Mitglieder, Verbändevertreter an. Aber es sind zum Teil Mitglieder der CDU bzw. auch CDU-nahe Vertreter. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten 2 Jahren in der Zusammenarbeit mit dem Handwerkskammerpräsident Ehlert, dann ist es zu unterscheiden, Bierzeltreden von kritischen, solidarischen Dialogen. Und Bierzeltreden, wie Sie, haben Sie im Grunde genommen als Zitate genommen. So und so, und das hat auch der Kollege der SPD gerade auch erklärt, es geht dem Handwerk so gut wie noch nie. Ja, und gerade das Handwerk hat von grünen Ideen in der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre profitiert. Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, regionale Vermarktung und so weiter, das sind Jobmotoren geworden für das Handwerk in Nordrhein-Westfalen. Das Thema Flächenverbrauch. Natürlich ist es Aufgabe eines Umweltministers, die Interessen von Landwirtschaft und von Naturschutz zu vertreten. Schauen Sie sich doch das Ergebnis Ihrer Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene an. Ausgeräumte Naturlandschaften, wo Fuchs und Hase sich nicht mal Guten Nacht sagen können, weil sie nichts mehr zu fressen finden. Ja, Artenreichtum, das findet nämlich woanders statt. Mittlerweile haben sie Artenvielfalt in den Städten. Ja, dafür haben Sie gesorgt. Und wenn Sie weiter und wenn Sie tatsächlich rückabwickeln wollen, wieder sozusagen Flächenfraß in Nordrhein-Westfalen voranbringen wollen, dann unterhalten Sie sich mal mit Ihrem Kollegen Fehring darüber, wie verzweifelt mittlerweile auch Landwirte, die naturnah auch wirtschaften wollen, nach bezahlbaren Flächen suchen. Das ist der Erfolg Ihrer Landwirtschaftspolitik auf Bundesebene. Ja, und deshalb haben wir den Flächenpool in Nordrhein-Westfalen eingeführt, um den Kommunen ein Instrument an die Hand zu geben, ein Instrument, um Gewerbeflächenansiedlung, aber auch um Wohnungsbau vernünftig zu regeln, und zwar auf gebrauchten Flächen, Flächen, die mit Eigentumsvorbehalten zusammenhängen und aber auch mit industrieller Vorbelastung. Das sind Dinge, die wir erkannt haben und auf den Weg gebracht haben zum Wohle der Fläche und zum Einklang hier in Nordrhein-Westfalen Wirtschaft und Natur zusammenzubringen. Ja, Hochschulfreiheit ist ja auch immer noch eins Ihrer geliebten Themen. Und ich fand es also wirklich, sage ich mal, etwas unterkomplex, Kollege Wüst, dass Sie immer Hochschulfreiheit bzw. den Erfolg von Forschung und Lehre mit den angeworbenen Drittmitteln zusammenbringen. Noch nie haben wir so viel Geld in die Hochschulen hier in Nordrhein-Westfalen gesteckt. Wir können natürlich noch mehr Geld da hineinpumpen, aber im Grunde genommen Forschung und wissenschaftliche Ausbildung der Studierenden, das sind zwei Kernthemen sicherlich, aber eine dritte ist dazugekommen, die sogenannte Third Mission. Das ist das, was wir angeregt haben durch den auch vermehrten Fachhochschulbau. Nämlich es geht darum, dass auch die Hochschulen vermehrt den Auftrag haben, Zivilgesellschaft und Unternehmen zu verknüpfen. Und deswegen haben wir dafür die Infrastruktur geschaffen, um genau diese Ziele auf den Weg zu bringen. Und das sind erfolgreiche Projekte. Gerade in den Regionen, die von Strukturwandel betroffen sind, war das quasi eine segensreiche Investition. Und die Welt ist vielleicht etwas zu komplex geworden für die CDU, weil gestern mussten wir ja auch schon uns anhören, dass Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung nicht zusammengehören. Und deshalb versuche ich es mal vielleicht in etwas einfacher Sprache, Herr Kollege Wüst. Bei Kreislaufwirtschaft geht es darum, Abfallvermeidung zu betreiben, die Meere nicht zu vermüllen und das Verbuddeln und Verbrennen von Abfällen, die wiederverwertbar sind, zu beenden. Das ist Schutz von Mutter Erde. Und noch immer aber leben wir so, als ob es
ja mehr als eine Erde gibt. Wir beuten nicht nur die Natur aus, sondern wir scheren uns auch einen Dreck um zukünftige Generationen. Und deshalb stehen wir Grüne für eine Wirtschaft, die im Einklang ist mit Mutter Natur. Das ist keine Utopie, sondern das ist ein riesiges Konjunkturprogramm für Nordrhein-Westfalen, für die heimische Wirtschaft. Schauen Sie sich die Erfolge der Umweltwirtschaft an. Große Wachstumsraten, steigende Beschäftigung, krisenfest in der Krise 2008, 2009, 2010. Und wie geht es weiter? Das hängt natürlich davon ab, wie wir verhandeln auf allen politischen Ebenen. Und da geht es nicht um reine Technik, da geht es auch um eine ganze Menge politischer Gestaltungsdynamik. Es geht um die Zeit. Ja, und setzen Sie bei der Frage von Ressourcenverbrauch und Vermüllung klare Ziele. Ja, klare Ziele und bekennen Sie nicht nur Ihre guten Absichten. Frau Doktor, die Zeit ist zu Ende. Ja, und ich komme jetzt auch zum Schluss. Ich denke mir, es ist an der Zeit zu erkennen, dass Sie erfolgreiche Projekte hier in Nordrhein-Westfalen stoppen wollen. Sie wollen letzten Endes ja Rollback in die Vergangenheit, und es wird dazu führen, dass Sie damit hier in Nordrhein-Westfalen, falls Sie die Chance dazu bekommen, Wirtschaftsgründe richten werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Weißer.